Ja, ohne den Vagusnerv keine Heilung im Körper. Hi, hier ist Matthias, ich bin von die Praxis Family und seid sehr gespannt auf das Video. Okay, der Vagusnerv. Manche von euch haben vielleicht schon gehört, dass es den gibt. Viele wahrscheinlich nicht. Der Vagusnerv ist einer von 12 Gehirnnerven, die unser Hirn verlässt und dafür sorgt, dass im Körper bestimmte Dinge erreicht werden. Wir haben Nerven für verschiedene Sachen im Körper. Die meisten dieser Nerven sind sympathisch oder sympathikoton und ganz wenige sind parasympathisch. Und der hauptparasympathische Nerv ist der Vagusnerv. Wenn etwas sympathisch ist oder sympathikoton im Nervensystem, dann ist es anregend. Dann heißt es, ja, irgendwas wird erregt oder angeregt. Wenn etwas parasympathisch ist, dann bedeutet es im vereinfachten Sinne, etwas wird entspannt. Und wir haben im Wesentlichen einen Hauptnerv, der für dieses Entspannungssignal notwendig ist. Das ist also der Gegenspieler zum Sympathikus und umgekehrt. Der parasympathische Nerv innerviert, also versorgt, den kompletten Bauchraum. Alles, was im Bauch und im Unterleib passiert, wird durch diesen Nerv beeinflusst. Gleichzeitig beeinflusst er aber auch den Herzschlag und auch unsere Drüsentätigkeit und das Immunsystem und ganz viele andere Dinge. Also das hängt alles irgendwie mit diesem Vagusnerv zusammen. Aber es gibt eine direkte Achse zu unserem Darm und der ganze Darm, der Magen, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, der Dünndarm, der Dickdarm, das wird alles durch den parasympathischen Vagusnerv gesteuert. Das heißt, wenn der nicht gut funktioniert, funktioniert auch nichts gut im Bauch. Bedeutet, fast alle Bauchsymptome haben irgendwie auch mit dem Vagusnerv zu tun in einer Weise. Und sollte der die Hauptursache sein, dann ist es so, dass einfach die Nährstoffaufnahme nicht optimal läuft, die Versorgung der Darmwände nicht optimal läuft, die Darmperistaltik nicht optimal läuft. Es kann dann zu Durchfall kommen, zu Verstopfung kommen und all diesen Dingen. Das Spannende ist beim Vagusnerv, es gibt neueste Erkenntnisse, dass es keine Einbahnstraße ist. Der Vagusnerv gibt quasi Kommandos vom Gehirn in den Darm und umgekehrt, aber vom Darm kommen auch Kommandos ins Gehirn. Das heißt also auch da wieder, wenn es dem Darm nicht gut geht aus irgendwelchen Gründen, dann merkt das natürlich auch das Gehirn. Aber das heißt, dieser Nerv ist absolut wichtig, weil wir nur mit diesem Nerv eine optimale Verdauung haben. Grundsätzlich ist es so, wenn wir ein normal menschgedachtes Leben führen, dann ist der Vagusnerv oder der parasympathische Teil unseres Alltags größer als der sympathische. Vor allem nachts, wenn wir schlafen, aber auch tagsüber, wenn wir ruhen, wenn wir gerade nicht vor dem Säbelzahntiger davonlaufen und auf der Jagd sind, dann ist es so, dass der parasympathische Nerv eigentlich überwiegt. Uneigentlich in unserer Gesellschaft ist es kaum noch möglich. Das bedeutet, wenn wir chronische Symptome haben im Bauchraum, aber auch andere Symptome, auch psychische Symptome, Angstsymptome, Depression zum Beispiel und viele, viele andere Schmerzsymptome und Stresssymptome, das hängt alles letztendlich auch damit zusammen, dass der parasympathische Nerv, der Vagusnerv, nicht optimal funktioniert. Und jetzt ist die Frage, was kann man dagegen tun? Naja, eine der Hauptursachen, haben wir schon kurz angesprochen, ist Stress. Also Stressreduktion hilft unglaublich. Dafür muss man erstmal allerdings analysieren, was stresst mich denn? Und eine Sache, die unglaublich stresst heutzutage, ist der ganze Einfluss, der auf uns von außen einfeuert. Das heißt, der Elektrosmog, die Medien, ja, Nachrichten von außen, ständiger Termindruck, immer wieder neue Termine machen zu müssen. Das sind alles Dinge, die uns sehr stark stressen können. Und wir unterschätzen das. Wir sind eine Gesellschaft geworden, die Stress nicht mehr für voll nimmt. Also wir sagen, naja, ich bin gestresst, aber ist halt so. Und das ist aber eben falsch, weil wir dadurch einfach verhindern, dass es unserem ganzen Biosystem gut gehen kann. Wir brauchen also am Tag immer wieder Phasen, wo wir uns entstressen können. Und zwar nicht nur am Samstagabend, sondern insgesamt, jeden Tag an mehreren Zeiten am Tag sollten wir immer wieder mal eine Phase haben, wo das System mal runterfährt, wo wir kurz entspannen können. Das ist entscheidend. Stress aus dem System zu bringen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man tun kann. Es gibt Techniken, die man nutzen kann, um Stress rauszubringen.
Kommen wir gleich noch kurz drauf. Ich möchte nur auf den anderen Zusammenhang kommen, noch was mit dem Vagusnerv sein kann. Wenn es nicht der Stress ist, dann kann es nämlich sein, dass der Vagusnerv einfach zu inaktiv ist, dass er nicht richtig arbeitet. Das ist tatsächlich sogar vererbbar. Es ist so, wenn die Mutter in der Schwangerschaft schon einen inaktiven Vagusnerv hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Kind auch einen inaktiven Vagusnerv hat. Jetzt ist der Vagusnerv zum Glück trainierbar. Man kann den aktivieren. Kommen wir gleich drauf, womit man den aktivieren kann. Aber einfach will zu wissen, es gibt zwei Gründe, warum der Vagusnerv nicht optimal funktioniert. Entweder, weil er vom Sympathikus runtergedrückt wird und gar nicht zum Reden kommt, oder aber, weil er einfach zu schlapp ist, weil er nicht richtig arbeiten kann. Und dann ist es auch so, wenn ich nicht viel Stress habe, kann ich trotzdem nicht wirklich entspannen. Das ist ein ganz seltsames Gefühl, was man dann hat, aber es hat damit zu tun. Symptome, die da auch mit zusammenhängen, sind halt so klassische Sachen wie Tinnitus oder so chronische Verspannungen und Herzrasen und all diese Dinge. Das ist auch nochmal so ein Hinweis, dass der Sympathikus zu hoch ist und der Parasympathikus zu niedrig. Eine sehr elegante Methode, das zu messen, ist die Herzratenvariabilitätsmessung, HRV kurz genannt. Das ist etwas, womit man es sehr gut nachweisen und messen kann. Das ist das, was wir auch in der Praxis schon lange nutzen und immer wieder erstaunlich sehen, was los ist bei einem Patienten, wenn er bestimmte Symptome zeigt. Und es gibt uns dann Hinweise, in welche Richtung wir das ganze System bringen müssen. Und das Zweite, womit man es auch sehr gut fühlen oder messen kann, ist die Pulsmessung. Ein erfahrener Therapeut kann am Puls rausfinden, was ist jetzt stärker, Parasympathikus oder Sympathikus. Es gibt auch noch ein paar andere Methoden, mit denen man das unter Umständen herausfinden kann, aber das sind die beiden zuverlässigsten, besten Methoden. Ja, was mache ich jetzt, wenn mein Vagusnerv möglicherweise nicht richtig arbeitet? Das Erste ist den Stress rausbringen, also alle Dinge tun, die irgendwie mich entstressen. Und dazu gehören vor allen Dingen Atemtechniken. Wenn ich atme, also wenn ich bewusst mir Zeit nehme zum Atmen, das kann man entweder professionell machen in Form einer geführten Atemmeditation, aber man kann es eben auch machen, indem man einfach mal ganz bewusst innehält und mal so eine Minute lang tief ein- und ausatmet. Und das ruhig mehrere Minuten macht, das sorgt dafür, dass der Parasympathikus angeworfen wird, dass er aktiver wird und dass wir Stress rausbringen, dass wir den Sympathikus runterfahren. Eine zweite Sache, die den Sympathikus gut runterfährt, sind solche Sachen wie Sport. Wenn wir Sport machen, wenn wir uns bewegen allgemein, sehr gut ist es, in den Wald zu gehen. Dazu haben wir auch mal ein schönes Video gemacht, wir verlinken das hier oben. In den Wald gehen sorgt dafür, dass das besser wird. Dann sind ätherische Öle allgemein nicht schlecht, allerdings nicht einnehmen, sondern eher so vernebeln und über die Nase einnehmen. Da gibt es bestimmte Öle, die sehr schön entspannen können. Was sehr gut wirkt, sind Massagen, die bringen den Stress aus dem System. Yoga, Tai Chi sind Sachen, die dazu führen, da gibt es auch einige Studien zu, dass Yoga in der Lage ist, Sympathikus runterzufahren, Parasympathikus hochzufahren. Also das sind schon mal sehr gute Dinge. Das Zweite, was wichtig ist, ist zu wissen, wenn mein Sympathikus zu schlapp ist, mein Vagusnerv zu schlapp ist, also mein Parasympathikus zu schlapp ist, dann ist es wichtig, dass ich weiß, dass ich schauen muss, ob der unter Umständen körperlich in irgendeiner Form eingeschränkt ist. Also es kann sein, dass ich einen toxischen Vagusnerv habe. Das bedeutet, dass Gifte den Vagusnerv beeinflussen. Das können Schwermetalle sein oder Leichtmetalle, sowas wie Quecksilber, Blei, aber auch Aluminium. Es können bestimmte Chemikalien sein, die wir aus der Landwirtschaft aufnehmen, sowas wie Glyphosat oder andere schlechte Chemikalien. Und es kann sein, dass es durch falsches Essen kommt. Wenn ich bestimmte Nahrungsmittel esse, die ich nicht gut vertrage, da gehören vor allen Dingen glutenhaltige Lebensmittel dazu und Milchprodukte. Die können unter Umständen auch in einer Wirkung vom Darm Richtung Gehirnachse bestimmte Entzündungszytokine durch den Vagusnerv schleusen und dieser Vagusnerv kann dann nicht mehr richtig arbeiten. Also das muss ich erstmal ausschließen, dass das nicht der Fall ist und dann kann ich anfangen, den zu trainieren. Und eine sehr gute Möglichkeit, den zu trainieren, ist, die Dinge zu tun, wo er benutzt wird, wo er gebraucht wird. Und spannenderweise wird er gebraucht zum Tönen, zum Sprechen. Also in dem Moment, wo ich das tue, was ich jetzt hier auch gerade tue, brauche ich den Vagusnerv. Wenn der nicht gut ist, dann kann ich unter Umständen auch nicht gut sprechen. Also ich habe dann vielleicht auch Schwierigkeiten, mich auszudrücken. Und was ich da machen kann, ist singen oder tönen. Man kann das auch verbinden, dass man zum Beispiel eine Atemmeditation macht mit Tönen. Ihr kennt alle dieses Om. Ja, wenn ich dann Om
mache, dann habe ich dieses Summen und Tönen und Atmen, alles zusammen. Ist gar nicht so dumm, sowas kann man kombinieren. Und was noch sehr, sehr gut funktioniert, ist Gurgeln. Wenn ich also Wasser nehme und gurgel damit einfach eine Zeit lang, auch das aktiviert den Vagusnerven sehr schön. Es gibt auch Geräte, die das können, also in ganz schwierigen Fällen kann man das mit solchen Geräten machen. Die setzt man dann am Vagusnerv an, der Hauptzugangspunkt ist dann hier über den Hals. Und die stimulieren dann auf eine elektromagnetische Weise den Vagusnerv mit tollen Erfolgen. Das wirkt sehr gut bei bestimmten Problemen, bei Angststörungen, Depressionen, aber auch bei den Bauchproblemen. Also sowas kann man auch in Betracht ziehen, wenn man den Vagusnerv stärken möchte. Wichtig ist, dass man daran denkt, dass es diesen Nerv gibt und erstmal natürlich alle Dinge tut, die irgendwie dafür sorgen, dass man ihn von alleine in die Regulation bringt. Denn ansonsten fängt man an und behandelt Symptome und wird nie in Ordnung kommen mit dem Vagusnerv. Dann hat man ein System, das sich nie entspannen kann und wo dann schlimmere Krankheiten entstehen können. Ja, ein Vagusnerv, wenn der nicht angeht, da kann der ganze Körper nicht mehr regenerieren. Das heißt, ich komme wahnsinnig in die Übersäuerung, ich komme wahnsinnig in die Gefahr von Krebs oder von anderen degenerativen Erkrankungen. Und es macht Sinn, frühzeitig auch darüber nachzudenken, dass dieser Nerv vielleicht einfach nicht richtig arbeiten möchte oder arbeiten kann. Okay, das war's von meiner Seite zum Thema Vagusnerv und alles, was damit zu tun hat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es mögt, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, besucht uns auf Facebook, auf Instagram. Und ja, wir haben euch lieb. Macht's gut. Tschüss.